Hallo zusammen, ich bin hier heute mit Julian Hanses, Formel-3-Rennfahrer und wir wollten bei ein paar Gedanken von letzter Woche anknüpfen, nämlich vor allen Dingen den Gedanken des organischen versus mechanischen Weltbildes und wie das auch vor allen Dingen sich auf Training bezieht. Also wenn man über eine mechanische Aufgabe nachdenkt, zum Beispiel ein Auto bauen, womit Julian auch viel zu tun hat, dann kann man sehr mechanisch daran gehen und sagen, welches Bauteil brauche ich, welches Bauteil muss ich damit zusammenfügen und ich kann ein Auto halt zusammenbauen, ich kann ein Auto auch reparieren. Für eine Pflanze würde das nicht gut funktionieren, genauso wie es für einen Menschen, für einen Athleten nicht gut funktioniert. Eine Pflanze kann man nicht reparieren, man kann nicht das Blatt grün streichen, sondern bei der Pflanze muss man über das Umfeld nachdenken. Man muss gucken, dass es ein vernünftiger Boden ist, dass die Pflanze gut gegossen ist, dass sie alle Nährstoffe hat und dass sie in einer Atmosphäre ist, in der sie wachsen kann und gedeihen kann. Und genauso, glaube ich, sollten wir auch über Menschen, Patienten und Athleten nachdenken. Deswegen wollte ich heute mit Julian ein bisschen darüber sprechen, wie wichtig dir persönlich als Athlet einfach ein gutes Umfeld ist, das dafür sorgt, dass du wachsen und gedeihen kannst. Also ich denke, das Umfeld ist ein Riesenthema, was viele unterschätzen. Jeder, der bei mir im Umfeld ist, auf dem ist 100% Verlass, vom jemand, der meine Presseberichte schreibt, bis zum Athletiktrainer. Also es gibt in jederlei Hinsichten, gibt es Leute, die dich in schlechten Zeiten auch unterstützen können, die nicht nur in den guten Zeiten prahlen, so wie es viele tun. Viele versuchen halt die Besten, um sich immer rumzuholen, weiß ich nicht, den besten Fitnesstrainer, den besten Manager, den besten Mentaltrainer und solche Dinge. Aber viele achten gar nicht darauf, was sagt mir mein Herz, komme ich mit den Menschen 100% klar. Weil irgendwann kommt man an den Punkt, dass das Emotionale nicht mehr vorhanden ist, wenn man Menschen um sich herum hat. Und ich finde, jeder Sport ist emotional. Ob du jetzt Fußball spielst, Rennfahrer bist, wenn jetzt ein Fußball ein Tor schießt, ist es auch eine Emotion in dir. Und irgendwie sind die Leute, die um dich herum sind, sollten auch Emotionen haben dafür, wenn du jetzt zum Beispiel ein Rennen gewinnst, wenn du ein Tor schießt. Ich denke, das ist ein Riesenthema, weil im Endeffekt ziehen alle am einen Strang. Das ist ein ganzes Team. Ja, hat ein bisschen was ja auch mit Bedingungslosigkeit zu tun, ne? Ich meine, auch wenn es, also Liebe ist ja auch ein bedingungsloses Ding, dass man sich fallen lassen kann, auch wenn Dinge mal nicht schlecht laufen, hat man jemanden, der für einen da ist. Und ich glaube, ein Team sollte nicht anders sein. So, wenn es bei dir mal schlecht läuft, ist es wichtig, dass alle anderen auch für dich da sind und sagen, hey Julian, chill mal, es ist nicht deine Schuld. So, wir sind als Team, es ist unsere Schuld. Ja. Wir suchen jetzt bei uns den Fehler. Wir gucken jetzt, woran das gelegen haben könnte. Und gucken auch, vielleicht auch wenn der Fehler bei dir im Fahren gelegen hat, was können wir tun, damit dir dieser Fehler beim nächsten Mal nicht nochmal passiert. Ja, genau. Auch umgekehrt, wenn ich Scheiße baue oder irgendeiner Scheiße baut. Wir sind halt in dem ganzen Ding so zusammen drin. Ja, im Endeffekt geht es halt nur alle Parameter, wo man selber dran fallen kann, halt das Bestmöglichste draus zu machen und das Teamwork, es gibt nichts Besseres als Teamwork, auch wenn es ein viele denken Motorsport, man muss egoistisch sein, man muss die ganze Zeit nur auf sich gucken, was viele denken, aber im Endeffekt steht da ein Riesennetzwerk hinter. Und das ist schon ein Teamsport auf jeden Fall. Ja, eine Sache, das gibt es in den vielen Einzelsportarten, dass man ziemlich von ganz vielen Seiten so ein bisschen umpampert wird. Ne? Also wie stehst du dazu, wenn du die Leute um dich herum aussuchst? Geht es dir darum, dass du möglichst viel Komfort von denen bekommst? Oder geht es dir auch darum, dass du absichtlich auch Leute hast, die dir wirklich auch mal richtig in den Arsch beißen können, die dich zur Verantwortung ziehen? Ja. Also welche Rolle spielt das Thema Verantwortung? Ne? Also es gibt da auch ganz schmale Grade dazwischen. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel extrem hart schon an dir arbeitest und ist gerade irgendein Parameter, der einfach nicht passt, den du nicht beeinflussen kannst durch höhere Kräfte, die einwirken, wo du da nichts gegen machen kannst und dich tritt weiterhin jemanden in den Arsch, dann verbrennst du irgendwann den Athleten. Da ist ein schmaler Grad zwischen motivieren und zu demotivieren, so gesehen. Mhm. Ja. Und dafür sollte man ein Händchen haben, wenn man das richtig macht, aber... Also manchmal... Nicht zu sehr Zucker in den Arsch blasen, weil du musst ja am Ende des Tages geht es ja darum, dass du die Leistung bringst. Ja. Ja. Sondern aber auch nicht zu hart sein, wenn halt die Dinge mal nicht gut laufen. Wir hatten ja auch ein bisschen über Niederlagen gesprochen, wie man da umgehen kann. Ich meine, du bist neu in die Formel 3 gekommen, du kannst nicht jedes Rennen gewinnen. Ja. Ich meine, worauf achtest du, dass du dich motiviert hältst, gerade wenn du neu in so eine höhere Liga kommst? Ich meine, es hören viele Sportler zu, die vielleicht gerade vom Fußball in eine höhere Liga gekommen sind oder beim Basketball, beim Eishockey in eine höhere Liga gekommen sind. Auf einmal stehen sie da und sind eigentlich erstmal nur in Anführungszeichen am Verlieren. Sitzen vielleicht viele auf der Bank, sind vielleicht nicht die Topscorer. Mhm.
jetzt bist du in einer ähnlichen Situation, du kommst aus der Formel 4, kommst in die Formel 3, auf einmal ist ein ganz anderes Game. Ja, ein ganz anderes Wo fokussierst du dich drauf, um zu sagen, dass du dich motiviert hältst, dass du ständig Progress machst? Also, ich sag mal, den Progress sehe ich darin, wenn du immer kleine Ziele hast, die du verwirklichst. So wie zum Beispiel der Fußballspieler, der, weiß ich nicht, am Anfang vielleicht 90 Minuten auf der Bank sitzt und irgendwann mal die ersten 5 Minuten spielt und schon mal happy ist. So und kleine sagt, Zwischenziele. Okay, ja, genau. Mhm. Jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich schaffe, später zu bremsen, näher an die Referenzzeit rankomme von dem Schnellsten, der auf der Strecke unterwegs ist. Und generell immer Dinge sehen, wo man sich verbessern kann. Wenn man die halt schafft, ist halt auch, viele sagen, okay, erster Platz ist mein Ziel, aber es, das ist nichts Festes. Das ist schon eine Vision vielleicht, ne? Ja. So am Ende, aber es gibt halt so viele Schritte noch dazwischen. Ja. Ne? Für den Fußballer, hey, erstmal die 5 Minuten. Wenn wir die haben, alles klar, wir können auf die Schulter klopfen. Ja. 10 Minuten, 12, 13, 14, 15. Ja, und dann halt also, es Millisekunden gibt so viele, später bremsen. Okay, ja. Alles klar, super, das war schon mal super. Es gibt immer so viele Ziele in jedem Sport. Das ist, ich denke, es ist immer einfach, sich auf die ganzen Dinge zu fokussieren, die nicht geklappt haben. Ja. Das ist immer easy. Und ich glaube, das kriegt auch jeder hin. Und man findet auch genug Leute in seinem Umfeld, die auch immer gut darauf hinweisen können, welche Dinge nicht geklappt ja. haben. Aber um so als Sportler, gerade wenn man so eine neue, höhere Liga einsteigt, Progress zu machen, ist so wie du sagst, ne? 2, 3, 4, 5 Ziele setzen, kleine Zwischenziele und sagen, okay, ich habe jetzt später gebremst, ich habe den Parameter besser hinbekommen, da habe ich bessere Lenklinie gefunden. Das Lustige ist dann, das erkennt nicht jeder Mensch von außen. Zum Beispiel gibt es Situationen als Rennfahrer, du kommst in die Box rein und alle ziehen eine Fluppe, weil du, weiß ich nicht, 18 zu langsam bist, ja. aber du bist happy und die fragen sich, ist der Blade? Warum ist der happy? So, weil du dir selber einen Punkt gefunden hast und gesagt hast, ich habe das und das auf der Strecke gespürt, verstanden und umsetzen können. Das sind halt so Dinge, so, die passieren selber in einem. Ja. Ja, geil, wenn du selber halt für dich es geschafft hast, zu sagen, ich habe jetzt mein kleines Zwischenziel. Scheißegal, wie die anderen das jetzt sehen, aber es war gut, Mann. Ja. Nice. Das ist richtig. Super, also brecht eure großen Ziele in kleine Ziele runter. Seid zwischendurch auch stolz auf euch, wenn ihr die kleinen Zwischenziele erreicht habt. Ja. Julian Hanses, Formel 3 Rennfahrer, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.